So, Legend of Zelda. Bis in guten Tag. Ich hoffe, ihr hättet mich gerade ganz verstanden, wenn ich sagte, so Legend of Zelda, bis in guten Tag. So, Legend of Zelda, bis in guten Tag, meine lieben Freunde. So, jetzt zum dritten Mal. Und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part sind wir zum Lichtgeist gegangen und irgendein Kumpel haben alle möglichen Lichtgeister gesammelt, doch dann erschien irgendein Riesenmonster, was, glaube ich, irgendwie sowas wie ein Lichtgeist ist. Wir wissen es nicht. Wir haben es nur gesehen, dass es hier irgendwo war. Wenn, dass man hier auf diese Plattform hier raufgehen. Oh, oh. Oh nein. Oh, 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 oh. No. What the freaking banana? Okay, sorry Leute, ich hoffe, man hat jetzt nicht zu viel gehört, weil, ja, warte, hä, hier ist doch nichts, was erzählen die uns denn? What the? Okay, das ist creepy, ein Lichtgeist mit, ein Lichtkäfer, der so riesig ist. Bah, haben wir ihn schon mal. Das ist eigentlich sowas wie ein kleines Boss-Battle, finde ich eigentlich cool. Der schwimmt jetzt halt um uns herum. Und wir müssen halt versuchen. Auszuweichen und dann ihn springen, aber ich habe es gerade nicht geschafft, irgendwie auszuweichen. Ich weiß nicht warum. Ich habe lange nicht mehr Twilight Princess HD gespielt. Ist halt so. Ja, willst du mich komplett verarschen? Mann. Bam, 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 bam. Alle anvisieren. Perfekt. Beim ersten Mal habe ich es nicht ganz verstanden, wie man es machen soll. Aber dann wusste ich wie. Und der letzte Strahlentautropfen ist da. Und das die Strahlentau fangen an zu blinken. Der Lichtgeist ist wieder da. Du hast den Tiger des Lichts gefüllt. Das Licht kehrt zurück in dieses Gebiet. Ich merke gerade was. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu... Okay, nee. Scheint doch nicht. Ich habe gerade was nachgeguckt. Und jetzt besorgst du den letzten Schattenkristall. Hehe, man sieht sich. Und wir sind wieder ein Held. Der letzte. Der Lichtgeist. Wie ist er nochmal? Ich weiß nicht. So, es gab ja Adoan, Eldin, Fyrone und dieser heißt Ranel. Der Lichtgeist Ranel. Und da ist eine riesige Schlange. Mein Name ist Ranel. Durch deine Hilfe konnten wir Lichtgeister in Hyrule wieder zum Leben erweckt werden. Nun, Auserwählter, die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich in einem Schrein am Grunde des Hylia-Sees. Nur eins darfst du niemals vergessen. Diese Kraft wurde von den Göttinnen mit einem Bann belegt, und dem Zugriff Sterblicher entzogen.
Und jetzt sehen wir das Ganze wie wieder ganz normal in unserem Gewand. Einstiegen die Göttinnen auf die Wüste Erdera hinab und erst durch ihr Wirken entstand Leben und ja, sobald verteilten die Göttinnen die Macht gerecht unter den lebenden Wesen dieser Welt und kehrten zurück in den Himmel. Das Land aber, wo die Göttinnen auf die Erde hinabgestiegen waren, wurde fortan als Heilige Reich bezeichnet. Lange Zeit lebten weise Völker in Frieden und Wohlstand auf der Erde. Doch schließlich entbrannten bittere Kräfte um die Herrschaft für das Heilige Reich. What the... Okay. Wir haben sie mit unserem Schwert erstochen. Denn wir wurden auch verflucht. Und jetzt sind wir auf irgendeinem Grund wieder ein Held. Und da kommen irgendwie drei gruselige Gestalten. Einige entdecken die Kraft der Magie, lernen diese zum eigenen Vorteil einzusetzen. Dunkle Links. Und versuchten, um ihre Hilfe die Kontrolle über das Heilige Reich zu erlangen. Ja, mit ihrer Hilfe. Die Maske. Vorhin wieder normal und jetzt sind wir auf einmal zwischen ihnen und sind einer von ihnen. Genau gesagt, der in der Mitte. Die Heiligen Reißer. Schließlich schicken die Göttinnen Haus uns, die Lichtgeister, auf die Erde hinab. Und es gelang uns, die starke Magie zu bannen, deren sich jene bedient hatten. Ja gut. Der Urquell dieser Magie jedoch ist eine dunkle Macht der Schattenkristalle. Ist jene dunkle Macht der Schattenkristalle. Darum sei bereit, auserwählt. Derjenige, der nichts von der Gefahren weiß, die sich deine Kraft in, die dir Kraft innewohnt, wird am Ende selbst zum Monster oder so. Tut mir leid, dass ich es nicht vorlesen konnte. Ich habe einfach ein Monster gesagt. Ja, gut. Oh. Okay. Das war zu viel für uns. Erstmal Luft schnappen. Die dunkle Macht, nach der du suchst, befindet sich im Seeschrein am Grunde des Hylia-Sees. Der Seeschrein. Ja, gut. Gut, damit haben wir diese Sache hier abgeschlossen. Hier gibt es im Moment noch nichts zu erledigen. Später schon was, aber jetzt noch nicht. Und dann haben wir vieles geschafft. Und ich habe ja angekündigt, dass ich nicht gleich mit der Story weitermache, weil es halt noch nicht die Zeit, also ich finde es noch nicht genug, halt, wir sollten erstmal ein bisschen Herzteile holen kommen, holen gehen. Und dafür werden wir uns jetzt erstmal ein Herzteil holen. Dafür habe ich jetzt die Rubine gespart. Warte. Hatte ich überhaupt das Items? Ich habe gar nicht das gemacht, was man machen konnte. Hatte ich das Herzteil mit, wo ich Maro und das mit dem Schießen? Ich weiß es nicht. Weil dann hätte ich noch ein Item kaufen können. Das 256. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, denn wir haben noch genug Geld. Wir sprechen erstmal mit diesem Typen. Was? Die Soras leben also noch? Hab schon gedacht, die wären mit dem See zusammen ausgetrocknet. Hey, hast du eigentlich schon gehört, dass es am Grund dieses Sees einen Schrein gibt? Die machen einen Wind darum. Ich weiß echt nicht, was die da treiben. Würd's aber gerne wissen. Wie kann man einen Schrein auch nur so tief unter Wasser bauen? Kein normaler Mensch kann so tief tauchen. Sag mal, kommst du etwa als Kunde? Du hättest keinen besseren Zeitpunkt helfen können. Hättest es nicht besser abpassen können. Mit meinen neuesten Attraktionen wirst du dich fühlen, als würdest du ein Vogel fliegen.
Heute gibt es einen ganz besonderen Service, fast ohne Wartezeit. Und du bekommst ihn nur für 10 Rubine ausprobieren. Na, willst du einen Flugwagen? Ja, ich will. Also gut, hier entlang. Ich gehe gerne in die... Oh, Busch. Ass! Die Spinner! Sie wollen mich doch nicht etwa... Oh, oh. Juhu! Er fängt an, erstmal ganz normal zu singen, dann ist ein bisschen schneller. Und dann auf einmal so richtig abhetzend. Er kann nicht mehr Pause machen. Er ist schon total am Husten. Vor allem das Ganze mit so einer Maschine, so einer riesigen Kanone, betreibt er nur mit so einer kleinen Orgelmaschine, die er schnell drehen muss. Das war's. Und das alles für 10 Rubine. Voll die Abzocke, finde ich. Weil später musst du halt, wenn du es nicht schaffst, das, was ich jetzt gleich machen werde, dann hast du richtig verkackt. Aber okay, wir werden es erstmal gleich machen. Aber mit mal... Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Die Sora-Königin hatte dich doch etwas gebeten, oder? Du weißt schon, du solltest doch die Prinzessin finden, der auf dem Weg des... den Prinzen finden, der auf dem Weg zu Shoshino verloren gegangen ist. Sie hat doch gesagt, wenn du ihm helfen würdest, verleiht sie dir irgendeine Fähigkeit. Der letzte Schattenkristall ist auf dem Grund des Hylia-Sees und diese Fähigkeit könnte dir vielleicht von Nutzen sein, oder? Ja, die wird mir von Nutzen sein, aber mit einer... Ich will jetzt erstmal ein bisschen Herzteile holen. Komm, gehen. Und dafür sprechen wir erstmal mit diesem komischen, freaky Typen. Hallo! Hereinspaziert! Willkommen in... Dummnuss Hühnerflugstation. Bist du bereit für einen irren Flug und mit verrückten Hühnern, voller Abenteuer und Boni? Es gibt nichts Besseres. Na, wie wär's, mein großer Freund? Also dann, einmal nur zur Schatzende kostet 20 Rubine. Ich werde versuchen, das beim ersten Versuch zu schaffen. Wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich verkackt, denn dann habe ich nicht mehr genug Rubine, um die 200 Rubine zu behalten. Weil ich dann ja müsste 10 Rubine für den Flug und nochmal 20 Rubine für hier. Das wird dann übersteigen. Aber ich will es versuchen beim ersten Mal, weil es dann ziemlich abzocke ist. Ich muss es später eh nochmal versuchen. Aber dann kann ich schon was anderes machen. Also schnapp dir das Huhn, das dir am besten gefällt und flieg zu Schatzen. Was es später sein wird, das wird dann nichts mit einem Herz zu tun haben. Aber mit was Größerem und Coolerem. Und das werdet ihr sehen. Also da unten ist die Schatzinsel. Und das Ganze, ihr müsst einfach zu... Ihr müsst einfach dahin, die oben, die ganz obere Truhe, die sich da auf diesem Teil dreht, die braucht ihr gar nicht. Ihr braucht nur die zweite von oben, also die unter der drehenden Truhe. Und dazu geht ihr einfach, drückt ihr einfach nach vorne oder halt, wenn ihr abbremsen wollt, nach hinten. Ich würde euch raten, nicht die Rubine einzusammeln, das würde euch nämlich nur Mist machen. Also das würde euch wirklich nichts Gutes bringen und... Ja! Bingo, ich hab's geschafft. Jetzt kann ich alle einsammeln und in der ersten Truhe befindet sich das Herz. Oben befindet sich, glaube ich, 100 Rubine, aber es ist schwer ranzukommen und das bringt auch nicht so viel. Dann haben wir hier einen Stempel. Deine Stempel kannst du im Ausrüstungsmenü. Oh shit. Ich würde gerne schon alle einsammeln. Dann 20 Rubine. Und übrigens bei Domtendo könnt ihr auch sehen, wie er da oben raufgekommen ist, aber. Es hat halt keinen richtigen Sinn. Damit wollten die erstens sich ablenken. Zweitens, du kannst halt 100 Rubine gewinnen. Ja, und? Trotzdem, ist es sehr schwer, dann noch runterzukommen und die anderen Truhen einzusammeln. Also, Skill muss man da schon haben. Und ja, ich habe es geschafft, jetzt das zu machen. Und als nächstes werde ich was anderes machen, um was zu kriegen. Und das werde ich jetzt mal schnell erledigen. Und dann sehen wir uns dann. Wenn ich es erledigt habe. Wir sehen uns gleich wieder. Und zwar... Scheiße. Kann man da überhaupt hochkommen? Na, zum Sora-Oberlauf kann ich ja eigentlich nur mit... Wie soll ich denn da hochkommen? Ist ja voll doof. Wie soll ich denn zum Sora-Oberlauf kommen? Das hat ja keinen Sinn jetzt. Irgendwie, ich kann ja da nicht hin. Sora-Oberlauf ist ja irgendwo da oben, also... Egal, gehen wir erstmal hier lang, weil ich glaube, da oben ist irgendwas noch. Ich weiß halt nicht genau, wann, ob wir zum Sora oder wann wir genau zum Sora-Oberlauf oder so gehen. Auf jeden Fall ist da eine Höhle und da werden wir uns jetzt einloggen. Denn die ist schon ziemlich cool. Och ja, da kommt man ja zum Sora-Oberlauf. Das habe ich ja vergessen. Warte kurz. Dazu braucht man nämlich eine Lampe. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist einfach nur in diesem Gebiet alles zu erhellen. Also, halt das Gebiet vom
hell zu machen und ja, dann könnt ihr schon diese Höhle hier erforschen. Ihr bräuchtet oder bräuchtet. Hier geht's weiter. Dann sind hier so kleine Dinger, wie zum Beispiel diese hier. Da habe ich übrigens beim ersten Mal, als ich hier reingegangen bin, das war schon echt ziemlich spät. Das war, glaube ich, nach dem dritten Dungeon, wenn ich hier reingegangen. Ihr braucht einfach nur eine Lampe und boom, das war's. Und ihr braucht natürlich das Gebiet erhellen, weil sonst kommt ihr hier nicht hin. Also sonst kommt ihr eh nicht hin. So. Warum hat das? Egal. Am besten immer erst anzünden. Oh, perfekt, perfekt. Verdammt. Das ist so ein Schleim, der die Lampenöl aufführt. Aber ich habe beides noch voll. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Wie soll ich den... Es muss halt sein. Tut mir leid, aber ich muss jetzt die Milch trinken, die ich schon seit dem allerersten Part habe und noch nie aufgebraucht habe. Weil ist halt wirklich. So, jetzt haben wir auf jeden Fall einmal Lampenöl. Ich werde es gleich. Warte. Ich werde gleich nochmal schnell die Lampe auffüllen. Bingo. Und jetzt werde ich das Ganze nochmal füllen. Und zwar mit diesem Schleim. Also nochmal mit gelbem Schleim. Und dann habe ich nochmal Lampenöl für einen anderen Tag. Ich werde natürlich das austauschen, dass ich halt. Hier bumm. Oder auch nicht. Jetzt habe ich den Fall. So, ja, genau so. Und jetzt hier rein. Bam, perfekt. Und mal kurz. Achso, hier geht's weiter. Okay, da will ich ja noch nicht stören. Jetzt will ich noch nicht hingehen. Bam. Ja gut, das war jetzt irgendwie total behindert. Richtig dumm. Egal, man kriegt hier auf jeden Fall 4 Rubine und das ist eigentlich schon ziemlich gut. Und ich merke gerade was, wenn man einmal es schafft, bei diesem Spiel zu gewinnen, also wenn du es schaffst, die Truhe zu erreichen, dann kriegst du alle die Rubine, die du verloren hast, wieder. Weil man kriegt ja einen 10er und einen 20er. Damit alle Rubine, die du verloren hast bei dem Hingehen, kriegst du wieder. Was eigentlich ziemlich. Oh, wir müssen später nochmal hier zurück. Aber jetzt noch nicht, weil jetzt geht's noch nicht. Ich merke gerade, was ich vergessen. Denn ihr seht, da ist irgendwas. Sieht aus wie so eine Lampe oder was ist das? Mann, die schubst uns. Ich weiß nicht, dass du mich schubst. Ich sollte schnell weitergehen. Wir sollen später nochmal zurückkommen, denke ich mal, weil das ist wichtig fürs später. Aber jetzt bringt es uns nichts, weil wir ja, das noch nicht haben, was wir dazu brauchen. Es ist kein Item, aber es ist schon was Wichtiges. Und das will ich jetzt nicht verraten für Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Ich kenne es ja jetzt schon, weil ich ja schon fast. Bang. Kadusch. Fast hätte ich es verkackt. Aber ich habe es noch gut geschafft. Und hier. Okay, das war jetzt dumm. Aber egal, jetzt haben wir auf jeden Fall hier schon mal das. Wunderbar, 20 Rubine. Übrigens, falls ich irgendwann mal das Spiel nochmal spielen würde, also schon, wenn ich schon fertig habe, dann würde ich es wahrscheinlich nie auf einem Hardcore-Modus spielen, weil ich bei Hardcore-Mode beim Hidden-Modus immer sauverkackt. Ich habe Between Worlds angefangen, Hardcore-Mode, und habe da schon gleich richtig oft verkackt. Wegen diesem Leih-Modus. Und dann musst du immer wieder zurückladen. Das ist so bescheuert. Du musst ja immer wieder zurücklaufen. Das ist Kacke. Kacke. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht irgendwann mal spiele, aber wenn dann nur in mehreren Jahren. Also da werdet ihr noch viel davor leben und ja. Wahrscheinlich auch anders etwas. Es kostet ja jetzt ab einem bestimmten April, ich glaube ab 12. oder 15. April,
kosten manche Dinge im Shop nur noch, also manche Spiele kosten jetzt zum Beispiel Wind Waker und so, kosten nur 25 Euro. Und was haltet ihr davon, wenn ich die mal spiele? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Gut, wir haben jetzt, hier lang geht's weiter, oder? Ist ja toll. Ich weiß ja nicht, wo es lang geht weiter. Geht's da lang weiter? Ja, anscheinend schon. Ja, so, hier war es ja schon angezogen. Okay, ich hätte das jetzt mit dem Schießen ins Maul nehmen können. Ach, Mann, Alter. So bescheuert. So unnütz. So unnötig. Richtig unnötig. So. Dann töten wir die beiden Viecher hier. Holen uns erstmal hier das. Dann war das auch bald vorbei. Aber ich werde noch die Lammhöhle in diesem Part wahrscheinlich abschließen. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Hier ist ein Ausgang. Den solltet ihr aber jetzt noch nicht benutzen, weil der bringt euch einen Anfang zurück. Da müsst ihr die komplette, wirklich komplette Lampenhöhle ein zweites Mal laufen. Und das ist wirklich, glaubt mir, ziemlich, ziemlich bescheuert oder beschissen. Also es macht wirklich keinen Spaß, nochmal die komplette Lampenhöhle abzulaufen. Und deswegen macht es nicht. Ihr werdet es bereuen, wenn ihr es macht. Gut. Ihr könnt es danach machen, wenn ihr die abgeschossen habt. Und ich glaube, ich habe sie auch gleich abgeschossen. Ich weiß nämlich, dass am Ende... Das ist aber ein Ausgang und ich glaube, ich habe auch gleich die Lampe... Ach, hier geht es noch weiter. So, ja gut. Oh, mal wieder was. Ich muss mal diese ganzen Vieh töten. Aber da drüben, auf der anderen Seite, habe ich was gesehen. Was sehr gut ist. Was sehr toll ist. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich... Ach nee, das ist Meyers und so. Ich wollte gerade sagen, dass ich das erste Mal an einem Tag aufnehme, wo ich dann auch das gleich hochlade, aber... Nein, das ist sonst immer auch so. Und da kann ich auch nichts ändern. Also doch, ich kann es vorab aufnehmen, aber ich habe da irgendwie keinen Bock drauf, weil es macht halt keinen Spaß danach. Außerdem... Musst du dann immer überlegen, ja, was spiele ich denn dann als nächstes weiter und so weiter und so fort. Hier ist, glaube ich, der schwerste Teil dieser Höhle. Gut. Weil hier muss man halt hier rüberlaufen und es gibt aber, glaube ich, noch einen schwereren. Das fragt ihr euch bestimmt so. Oh, hier ist noch so ein Teil. Ich weiß übrigens schon, was es sind, also bitte nicht denken, du weißt ja gar nicht, was es sind und so weiter und so fort. Oder was es ist. Alter. Das nervt aber wirklich. Aber man hätte die Lampenhöhle auch später machen können. Das habe ich jetzt gelassen, weil ich keinen Bock hatte. Was einfach nicht wirklich Sinn macht, ist jetzt auch noch ein bisschen später zu machen. Weil es macht halt keinen Sinn. Das war's. Das hat keinen tieferen Grund oder so. Was haben wir denn hier drin? Wieder 50 Rubine. Okay, das ist okay. Damit haben wir schon zwei von diesen Dingern. Ach, Moment. Ich habe gerade was vergessen, was ich total dumm finde. In meinem eigenen Let's Play. Also im Let's Play, mein eigenen. In meinem eigenen Speicherstand habe ich vergessen, dass es in der Höhle ja noch diese Sachen gibt. Das habe ich ja komplett vergessen. Richtig dumm. Warum vergesse ich das denn? Bam! Und bam, perfekt. Und wir machen hier noch weiter. Batz. Batz. Verdammt. Entweder das war jetzt mein Fall oder nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht mein Fall. Oh, und damit haben wir wieder Munition. Aber unsere Flasche ist leer, deswegen hole ich sie auf und kann hier gleich hier noch einen neuen... ein neuer Abstaubungsmechanismus können. Und was heißt hier Abstaubungsmechanismus? Sondern ein neues Lammöl. Perfekt. Und dann haben wir auf jeden Fall wieder neues Lammöl und wieder wechseln.
Wann kommt der Ende dieses Dungeons? Das ist schon, der Part ist schon gleich zu Ende. Denn ich merke schon, dass ich schon überzogen habe, glaube ich, fast schon. Ja, ich habe überzogen, locker. Aber es müsste gleich das Ende sein. Also wartet ab, wenn das Ende da ist. Wir haben einen Schatztonstempel und damit weiß ich schon, dass wir ziemlich nah am Ende dieser Höhle sind. Also ist gleich der Lauf des Parts. Oh mein Gott. Nein, genau hier war diese schwierige Stelle, diese behinderte Stelle, diese... Ich war wirklich richtig behindert. Ja, hier kommt überall Fledermäusen und du hast fast nicht eine Möglichkeit, irgendwas gegen die auszuhalten. Oh, gut. Und da ist wieder so ein Ding. Da habe ich jetzt schon... Oh, und da sind wir schon hier am Ausgang? Wahrscheinlich, ja. Wir sind am Ausgang, Leute. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ich hoffe, er hat euch gefallen, der Part. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt und gerne mehr davon sehen wollt, dann abonniert mich doch. Und sonst sehen wir uns im nächsten Part von Twilight Princess HD wieder, indem wir weitere Sachen machen werden. Bis dann.